Wusstest du, dass die verpackten Fischprodukte, die du in deinem Supermarkt siehst, höchstwahrscheinlich aus Fischhaltungsbetrieben wie diesem stammen? Im Grunde handelt es sich um schwimmende Fabriken, in denen die Fische oft ihr kurzes Leben in engen und schmutzigen Gehegen verbringen, bis man sie auf Boote befördert, um sie zu töten oder an Land weiter zu transportieren. Nur wenige Menschen wissen, wie das Leben der Fische in diesen Betrieben aussieht. Noch weniger Menschen wissen, wie diese sensiblen Tiere bei der Schlachtung behandelt werden. Das ist Absicht. Im Jahr 2021 haben wir aussagekräftiges Filmmaterial veröffentlicht, das zeigt, wie Fische in einem Schlachthaus des Großkonzerns Buckerfrost, damals Scottish Salmon Company, bei vollem Bewusstsein auf den Boden geworfen, geschlagen und ihre Kiemen schmerzhaft abgeschnitten werden. Jetzt sind wir einen Schritt weitergegangen und haben eine Schlachtung der anderen Art gefilmt. Die Industrie sperrt die Fische oft auf See ein, tötet sie dort und kehrt dann mit ihrem Fleisch an Land zurück, um es zu verpacken. Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit und die Behörden kaum wissen, was in diesen Schlachtungsschiffen vor sich geht. Selbst wenn man sich den Schiffen nähert, ist es schwer zu erkennen, ob gegen Vorschriften verstoßen wird, da der Tötungsprozess oft vor neugierigen Augen verborgen bleibt. Also beschloss ich, meine Koffer zu packen und nach Schottland zu reisen. Mit Hilfe von Drohnen gelang es Animal Equality, sich Zugang zur geheimnisvollen schottischen Aquakulturindustrie zu verschaffen und das Leben und Sterben dieser Fische aufzuzeigen. Das Ermittlungsteam filmte Schiffe, die Lachse und Forellen vor der schottischen Küste in Fischhaltungsbetrieben schlachteten. Unser Filmmaterial zeigt eine Reihe von Vorfällen, wie gewaltsames Werfen der Fische, Fehler bei der Betäubung der Fische, wobei einige rückwärts in die Tötungsmaschine gelangen. Kleinere Fische, die in einen leeren Eimer zum Ersticken zurückgelassen werden, sichtbare Überfüllung der Netze und blutverschmierte Maschinen im Schlachthaus, verletzte und blutende Fische, die in den Rohren, die sie von den Buchten zu den Booten transportieren, zerquetscht werden. Der Forellenhaltungsbetrieb wird von Dornfresh Farming betrieben. Die Produkte werden unter der Marke R.R. Spink & Sons vermarktet. R.R. Spink & Sons ist mit einem königlichen Gütesiegel ausgezeichnet und beliefert sowohl große Supermärkte als auch eine Reihe von Luxusrestaurants, Hotels und Countryclubs. Der von Loch Duard Limited betriebene Lachshaltungsbetrieb beliefert ebenfalls Spitzenrestaurants und steht auf den Speisekarten von Köchen wie Gordon Ramsay und Rick Stein. Beide Betriebe sind durch eine Reihe von Akkreditierungssystemen zertifiziert. Trotz dieser Zertifizierungen zeigen unsere Aufnahmen, dass die Leben der Lachse und Forellen in diesen Betrieben nicht so sind, wie sie scheinen. Ich bin gerade hier in Campbelltown Town und wie du sehen kannst, sind hinter mir einige Boote, die wir gerade beobachten. Wir glauben, dass diese beiden Boote jetzt zu den Buchten fahren werden, in denen die Lachse gehalten werden. Und ich glaube, dass sie die Lachse auf diesen Booten schlachten werden. Auf allen Booten werden die Fische durch ein Pumpsystem aus dem Wasser gesaugt. Einige Fische versuchen verzweifelt, sich gegen den Sog der Pumpe zu wehren, aber es gibt kein Entkommen. Fische haben einen empfindlichen Körper. Sie empfinden, wie alle anderen Wirbeltiere, Schmerz und scheuen Verletzungen. Stell dir vor, wie sie sich fühlen müssen, wenn ihre Körper gegen die Metallrohre und gegeneinander geschleudert werden, während sie mit großer Kraft durch die Maschine nach oben gezogen werden. Es ist nicht verwunderlich, dass sich am Ausgang des Pumpensystems Blut sammelt, denn viele Fische erreichen das Boot verletzt und blutig. Sobald die Fische an Bord sind, befinden sie sich auf einem Förderband, das sie zu einer Maschine führt, die sie betäuben soll und ihnen die Kiemen abschneidet. Wir haben jedoch auch Fische gesehen, die nicht ordnungsgemäß betäubt wurden, was bedeutet, dass sie während der Schlachtung noch bei Bewusstsein sind und Schmerzen empfinden können. Wir haben auch Aufnahmen von Fischen gemacht, die von den ArbeiterInnen gewaltsam weggeschleudert wurden und von Fischen, die absichtlich zum Ersticken zurückgelassen wurden. Fische hören instinktiv auf, sich zu bewegen, wenn sie eisigen Temperaturen ausgesetzt sind, sodass es laut ExpertInnen unmöglich ist zu sagen, wie viele Fische am Ende des Zerlegungsprozesses noch am Leben sind. Eine der Maschinen kann Fische nur dann effektiv betäuben und töten, wenn diese eine ähnliche Größe haben. Aber wir konnten beobachten, dass sowohl große als auch kleine Fische in die Maschine gelangten. Die Aquakulturindustrie verwendet eine ziemlich geschickte Terminologie, um zu verschleiern, was sie tut. Und sie sagt Dinge wie erledigt statt geschlachtet oder betäubt statt auf den Kopf geschlagen. Das bedeutet, dass viele Verbrauchende nicht wissen, dass die Fische in Großbritannien am Ende ihres Lebens nach Luft schnappen, zu Tode geprügelt werden oder verbluten.
All dies ist durchaus möglich, da es derzeit kaum spezifische Gesetze zum Schutz von Fischen zum Zeitpunkt der Tötung gibt. Deshalb fordern wir die britische Regierung auf, die Videoüberwachung in Fischschlachthäusern und auf diesen Schlachtungsschiffen verbindlich vorzuschreiben, um eine bessere öffentliche Kontrolle dieser Einrichtungen zu ermöglichen und sicherzustellen, dass Tierquälerei nicht ungestraft bleibt. Schließe dich noch heute unserer Arbeit an und werde ein Animal Defender. Gleichzeitig kannst du schon jetzt etwas für die Fische tun, wenn du dich dafür entscheidest, sie nicht zu essen. Fische sind die oft vergessenen Opfer der Tierhaltungsindustrie. WissenschaftlerInnen finden immer mehr Hinweise dafür, dass sie Schmerz und Freude empfinden können. Aber es gibt kaum Gesetze, die sie schützen. Wir müssen mehr tun, um für die Tiere zu kämpfen, die in diesem grausamen System gefangen sind.